Wir haben hier in den letzten Jahren einige erstaunliche Rennen erlebt. Das Drama von 2015 ist nur das letzte Beispiel. Jenson Buttons erster Sieg auf einer nassen Strecke 2006 oder Damon Hills großes Pech 1997, als ein Getriebefehler ganz spät im Rennen dem Team den einzigen Sieg kostete. Was für ein toller Ort, an dem heute hier gefahren werden darf. Also geht es heute darum, 14 Kurven und einen 4,35 Kilometer langen Ungaroring zu meistern. Während jeder Runde bekommen es die Fahrer mit 6 Links- und 8 Rechtskurven zu tun. Die durchschnittliche Geschwindigkeit beträgt 193 km/h. Und wie immer ist bei mir Stefan Römer. Jetzt würde ich gerne mit dir über Lewis Hamilton reden. Der Sieg beim letzten Rennen war wirklich großartig. Ob Sie das an diesem Wochenende wiederholen können? Im Motorsport gibt es natürlich keine Garantien. Aber ich denke, dass Ihre letzte Performance Ihrem Selbstvertrauen ganz gut getan haben dürfte. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Valtteri Bottas startet von der Pole Position und Richter macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Verstappen, Hamilton, Charles Leclerc und Gasly, Vettel, Hülkenberg, Weber und Lando Norris. Grosjean, Ricciardo, Kevin Magnussen und Sainz Jr. Albon, Perez, Kimi Räikkönen und Lance Stroll. Russell und Devin Butler startet aus der hintersten Reihe. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Great starting position for us. Let's see if we can improve on that in the race. Ja, ich würde mal sagen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2019 mit dem großen Preis von Ungarn. Wir stehen auf Platz 2, immerhin. Sonst ist leider die Pole Position verwehrt geblieben, aber Platz 2 ist doch Weltklasse. Also wenn wir hier wirklich gute Punkte mitnehmen, sagen wir mal Top 5, bin ich eigentlich schon zufrieden. Das wird schwierig werden, da vorne reinzukommen. Sei denn, wenn wir wirklich die Chance haben, neben Bottas zu bleiben, kommen wir in der ersten Kurve nach vorne und wir versuchen nach vorne zu halten und zu mauern. Na gut, gehen wir rein ins 12. Rennen der Saison. Vielleicht passiert da noch was danach. So, wir müssen natürlich nicht wie in Österreich uns wegdrehen. Boah, Alter. Also wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, in Führung zu gehen, kann man eigentlich gut machen. Aber mal schauen, wie dieses Rennen laufen wird. Können wir uns tatsächlich hier irgendwie unseren 4. Saisonsieg holen oder gehen wir hier gnadenlos unter? Wieder Top 5 wäre natürlich okay, dann wären 10 Rennpunkte, dann hätten wir 130. Das wäre in Ordnung, es wären 10 Punkte Schnitt pro Rennen. Etwas mehr. Das wäre etwas unter einem 11er Punkte Schnitt pro Rennen. Das wäre super. Das, wenn wir heute nicht ausgehen, hätten wir einen 10er Schnitt. Auch das wäre super in Ordnung. Aber schauen wir mal, wie wir hier wirklich abschneiden heute. Wird wahrscheinlich viele Rennrunden geben. Ich vermute immer bei 15, 16 Runden, wenn es werden. Hier, in Ungarn. Vielleicht sogar 17. Jetzt warten, bis natürlich das ganze Feld steht, inklusive unser Teamkollege. So, die Frage ist, können wir gut wegkommen? Wir müssen direkt dranbleiben an Bottas. Ah ja, war klar, das war irgendwie... Ja, so. Nicht anders zu erwarten. Ja, genau. Kollision mit Leclerc. Leclerc war überhaupt nicht in der Nähe, aber Hauptsache erstmal random eine Kollision reinballern.
So, mich wieder vorne reinsetzen. Platz 2 würde ich gerne behalten, lieber Herr von fast von und zu Verstappen. So, auch wenn es im zweiten Versuch war, den Start haben wir dann doch gut geholt. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen rankämpfen an 18 Runden sind übrigens. 18 Runden sind hier in Ungarn, das heißt, wir müssen und wollen hier gewinnen. Auf meiner Lieblingsstrecke und das am besten heute. Renn Nummer 12, die Saison, 4. Saisonsieg vielleicht. Ich glaube jetzt dran ein bisschen an Bottas. Bis seit Valtteri Bottas. Sorry Max, aber das bleibe ich. Das bleib ich da bleibe ich lieber vorne. Ich habe mich jetzt ein bisschen mehr aufs Rennen konzentrieren, aufs Fahren konzentrieren. Statt das Reden. Die Ferrari können das Tempo schon mal gar nicht mitgehen. Wir können jetzt ein bisschen absetzen von Verstappen und ein bisschen an Bottas rankommen. Das ist schließlich auch der Plan an der ganzen Sache. So, jetzt greifen wir mal ranzukommen. Bestzeit über den Sektor. Bestzeit Runde 2, der ist es aktiviert. Das heißt, wir könnten. Jetzt hoffentlich bald mal irgendwie, wenn wir so unter dieser Sekunde bleiben. So schon mal nicht. Könnten wir tatsächlich. Genau, diese 0,3 haben wir mittlerweile Rückstand. Also 1,3 Sekunden. Unter einer Sekunde gibt es die Möglichkeit, ins DRS zu gehen. Ja, ich weiß, dass ich jede Runde cutte, aber ich will dieses Rennen unbedingt gewinnen. So, ich muss mich jetzt ein bisschen reinfalten in die Zeit. Die Frage ist, bin ich in einer Sekunde, kann ich DRS mal aktivieren? Das hat mich scheint dran zu sein. Ansonsten hat er uns jetzt gleich. Ja, hat er. Er war Bottas rausgekommen. Medium. Warum hart? Medium hätte ich vielleicht sogar eine Chance, das Rennen zu gewinnen. Wobei wir mit Verstappen und Hamilton zwei Autos hinter uns haben. Ja, das war klar. Voll aufpassen. Bottas, der hält sich aber wirklich diese anderthalb Sekunden vorne weg.
dass sie nicht ins CS-Fenster kommen. Angriff Verstappen. Ich bleib jetzt mal weg, dass er nicht angreifen kann. Ich kann aber nicht das Tempo mitgeben, dass der Bottas da vorne fällt. Ja, eine Möglichkeit ist es, über die Strategie zu gehen. Wenn alles andere auf Hard geht, auf Medium zu hüpfen. Ja klar, das weiß ich, dass die 2 Sekunden mittlerweile sind. Er zieht mir gerade so weg, das ist das Problem gerade. Ich muss also noch draußen bleiben. Ich werde mir weniger mich jetzt gerade zu verteidigen habe hier. Kann doch nicht sein, dass der Bottas gerade so mit seiner. Oder kann er nicht durchfahren, aber komme ich jetzt gerade wieder ran. Ein bisschen komme ich ran, ne? Es geht, der wollte das ebenfalls rein. Als momentan Führender. Ja, geht rein. Dann gehe ich jetzt auch den Weg. Mache ich jetzt auch den Weg rein. Ich muss ja eine etwas andere Variante machen. Wir haben ja 12 Runden. Das sollte doch so lange reichen. Jetzt aber die mir auf Hard gehen wollen, muss ich die Variante Medium probieren. Ja, ich hab Verstappen kassiert. Ne, verdammt euch. Bottas, Entschuldigung. Ah, verdammt, ich hab gedacht, ich hätte. Für mich könnte es einen Vorteil jetzt geben, dass ich den. Dass der Raikön vorne jetzt den Bottas ein bisschen aufhält und ich mir versuchen kann, den Bottas zu knacken. Und damit dann in Führung gehen kann, wenn, wenn alles andere in die Box geht. Und ich bin vorbei, Bottas. Nice move. Good job. Ah, verdammt. Ich dachte, ich krieg den Raikön noch kassiert, dass der Bottas weiter aufgehalten wird. Die jetzt alle in die Box gehen müssen, aber ich hab ihn. Jetzt greift Bottas wieder innen an. Aber ich block ihn nochmal. Ich mache hier den Blockhaus gerade. So, der Einzige, der auf der Strecke bleibt, ist Kevin Magnussen. Führung müsste eigentlich für. Aber ich müsste vorbeigehen an Lewis wieder.
Arsch. Ah, das ist nicht wahr. Ich glaube, jetzt geht's wieder vorne rein. So, damit die Führung vom hinter Magnussen. Eigentlich müsste ich jetzt vorbei sein. Ich frage mich, warum der bei mir auf Hard gehen wollte. Medium war die richtige Variante, weil die alle jetzt auf Medium gehen wollten. Das ist jetzt blöd, dass der Magnus, der vor mir ist, der... dass der doch draußen ist. Also der Magnus wird auf Soft. Klar, dass der probiert. Ich muss jetzt ein bisschen abblocken. So, die Führung jetzt. Wobei, wie lange noch? So, ich hatte gehofft ein bisschen, dass die alle auf Hard gehen, aber dann doch nicht. Jetzt haben wir zumindest die Möglichkeit, die jetzt Rennen zu gewinnen. Also ging die Strategie tatsächlich auf. Es war genau die richtige Variante, da in die Box zu gehen, den Weg zu, die Box zu machen. Mit ein bisschen Glück ist der Bottas im Verkehr hängen geblieben und ich konnte dann am Ende ihn holen. Aber wir haben noch die Hälfte des Rennens. Also die Führung momentan von Lewis Hamilton, Bottas und danach Max Verstappen. Bei dem Ferrari ist nicht viel zu sehen. Im letzten Rennen ist Vettel ausgefallen, aber wir könnten mit dem vierten Saisonsieg nochmal einen riesen Schritt da vorne machen. Aktuell wären es 26 WM-Punkte. Dann hätten wir 146. Und ich glaube, da würden wir sogar in der Rangliste an Verstappen vorbeiziehen. So, ein bisschen Luft habe ich, weil jetzt kommt der Hamilton gleich daran. Ja, er will es natürlich jetzt probieren. Bisschen abgeblockt. Das ist alles andere als einfach werden, den da jetzt zu halten. Vor allen Dingen noch 8 Runden. Aber wir tun natürlich das Beste. Natürlich wollen wir hier gewinnen. Also wenn es schon mal eine riesige Chance gibt, um so ein Rennen noch zu gewinnen, dann würde ich das sowieso nehmen. Ich habe beide Mercedes und Verstappen hinter mir. Also es wird alles anders einfach werden, den da in den Weg zu halten. 8 Runden über heute noch. Vielleicht nur noch 7. Es wird eine harte, harte Nutz werden, da jetzt irgendwie noch was zu machen. So, wir kommen immer wieder gut weit weg da. Ich weiß nicht, aber... Nee, es reicht nicht, um... uns... aus dem DS-Fenster zu halten. Wir haben 0,9, hat man eben den Vorsprung. Hamilton ist aber dran an uns. Und zwar ziemlich direkt dran an uns. Ja, eine 3-Sekunden-Strafe kann ich mir natürlich nicht erlauben.
Nächste Woche übrigens nach Belgien, danach Italien. Und dann gibt es darauf die Woche nach Singapur. Also zwei Europarennen haben wir noch. So, jetzt haben wir natürlich mega Abstand, jetzt gerade rauszufahren wieder. Okay, you're in the top 10. Kimi raus, 1,4 Sekunden. Jawohl, wir sind raus aus dem DRS-Fenster. Gegen Lewis. Wir haben leider den ersten Ausfall. Kimi Räikkönen, der hat tatsächlich aber geholfen hat, dass er da sich vor Bottas halten konnte in der einen Runde und uns damit den die Möglichkeit gegeben hat, den Bottas dann irgendwann zu kassieren. Weil er kam nicht vorbei und wir kamen natürlich an Bottas vorbei. So, die Führung wie gesagt nach wie vor. Weil nur noch 6 Rennen, also 2 Drittel des Rennens sind durch. Ja, der steht da vorne, das Auto. Hier steht er. Kimi Räikkönen mit einem technischen Defekt ausgeschieden. Schade für ihn. Aber persönlich ist mir das jetzt nicht egal. So, und wir jetzt... Das Gute ist, wir können uns ein bisschen jetzt absetzen, weil die Mercedes jetzt hoffentlich ein bisschen untereinander betteln. Das wäre schön, wenn die ein bisschen Positionswechsel haben. Das wäre schön, wenn wir so 2 Sekunden vielleicht wegziehen können und so. Und dann ein bisschen alles gut machen können. Dahinter kommen wir nochmal über den Ferrari auf 5 und 6. auf 5 und 6, ja. Und danach Gasly. Da hat der Vorsprung 1,8 Sekunden. Das ist immer gut, dass die beiden da vorne, da hinten sich ein bisschen bekämpfen. Wir können momentan wegziehen, wir haben keine Probleme. Und wir haben vor allem nur 5 Runden. Schnellste Rennrunde reichen die Harz ja sowieso nicht mehr. Dementsprechend sollten wir eigentlich das Thema mit den einen Punkt extra drin haben. Es sei denn, das passiert jetzt nochmal irgendwas mega Dramatisches. So, jetzt sind wir über 2 Sekunden. Das, was ich haben wollte, 2,1 mittlerweile der Vorsprung vor. Hamilton, Bottas und Verstappen, also das ist alles gut. Ich habe Probleme mit dem DRS, wir dürfen natürlich keinen Mega-Fehler erlauben, dann sind wir nämlich auf einmal wieder hinten, aber momentan sieht es nicht so aus, als würden wir vorne hinter mir eine große Anschalt machen, ranzugehen, ganz im Gegenteil. Der Glück scheint größer zu werden. Jetzt mittlerweile bei fast 2,4 nur noch 4 Ründchen. Wir müssen jetzt aufpassen, dass der rechte Ferrari nicht da noch mit rankommt. Die drei da vorhin bei mir. Oh, plötzlich so ein kleiner Rutscher. Das ist nicht gut. So, das war der Abstand 2,4 eben gerade. Der ist etwas größer geworden. 2,395. Jetzt mittlerweile 2,365. Also 0,07 vor. Immer noch größer werden die Lücke, das ist immer gut. Vor dem brauche ich momentan kein Fettgemisch, sondern kriege mich so abgesetzt. Das ist gut, das ist alles gut und ich mag diese Strecke wirklich sehr gerne. Ich habe das manchmal gerade auch. So, Runde 15 sind wir gleich durch. Also wir sind bald durch hier mit dem Rennen. Klar, was die Fahrer-WM, Konstrukteurs-WM betrifft, ja, verlieren wir wahrscheinlich wieder Megapunkte. Aber das Gute ist, wir würden 26 WM-Punkte gewinnen. Ich glaube, das dürfte mehr sein, als die Red Bull kriegen. Und wir haben ein bisschen mehr was kriegen, was die Konkurrenz so kassiert. Ich bin zufrieden. Ich wäre zufrieden, wenn wir das Ding hier gewinnen würden. Runde 15, also mit Runde 16. So, gucken wie die Reifen dort aussehen. 23%, alles im Griff. Also wunderbar. Ich vermute wieder, dass der Zirkel größer wird.
3,2. Die Lücke wird größer. So, wir kommen jetzt gleich in Runde 17, also schließen Runde 16 ab. Viel haben wir nämlich nicht mehr zu fahren, bis wir hier das Thema Sieg durch haben. So, weiter geht's. Zeiten egal, 23,3. Die besser, diese 21,4, die wir haben. Eine 3/10, das ist immer gut, das sind 0,3 Sekunden. Bottas und Hamilton, die bekämpfen sich da vorne. Beziehungsweise hinter mir, das ist immer gut. Wenn der Ferrari da nochmal mitmischt, wäre das auch gut. We've been awarded a time penalty. Ja gut, okay, das muss ich mir selber ankreiden. Das ist unnötig, die Zeit. Ihr habt nichts zu sehen. Die könnte ich mir erlauben in der letzten Runde vielleicht. Die habe ich ja größer als 3 Sekunden ist. Meine ist größer 3 Sekunden. Momentan ist aber 3,5. Momentan wäre er es. Runde 17. Ja, also wir haben nicht mehr viel Zeit. Nicht mehr viele. Nicht mehr viel Strecke vor uns. Also Hamilton kriegt irgendwie doch noch gekontert in der letzten Variante. In der ersten Kurve, Entschuldigung. Immer mal wieder gesagt, der setzt den Konter gegen Bottas. Jetzt gleich in die letzte Rennrunde. Und zwar, ich glaube, das ist groß. Ja, jetzt ist gut. This is your final lap. Final lap of the race. So, was gut ist, Kimi ist raus. Also ein großer Konkurrent weniger. Weil ich glaube nicht, dass Lukas Weber so viele Punkte holt. Oh, der holt eigentlich ein paar Punkte. Der ist ja dran an den. Der müsste ja immer bei Platz 7 oder 8 liegen. Also ein paar Punkte holt er schon auf jeden Fall. So. Natürlich hole ich mir jetzt keine Zeitstrafe ab. Deswegen möchte ich so souverän und sauber zu Ende fahren und dann hier mit dem unser vierten Saisonsieg. Den zweiten perfekten Sieg, also den und die schnellste Rennrunde. Ich glaube nicht mehr, dass in den letzten
Runde mit dem angefahrenen Medium. Noch einer eine schnellere Runde fährt, als ich die hatte. Diese 21,417 bedeuten ein extra Punkt und plus die 25 aus für den Sieg. Weitere 26 Punkte und damit kommen wir auf 146 Zähler nach 12 Rennen. Hätte ich nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Aber dann passte es plötzlich. Ein wohlverdienter Sieg für Williams nach diesem atemberaubenden Grand Prix. Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen konnten? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Es ist an der Zeit, die Trophäen zu überreichen, denn die erfolgreichen Fahrer begeben sich zum Podest. Es war wirklich ein hartes Stück Arbeit heute für Williams, aber das Team hat letztlich den Sieg verdient. Ja, da sagt der Hamilton sich doch noch vor Bottas durchsetzen können. Bottas lange Zeit geführt, bis zum Boxenstopp. Und dann schon im Kimi Räikkönen eine Weile im Weg. Und das war unser Schlüssel zum Sieg. Das wäre schwierig geworden. Das hätte ich ihm wahrscheinlich nicht mehr kassiert. Schauen wir uns nun an, wie sich die Fahrerwertung verändert. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Für mich ist es Lewis Hamilton. Der mehrfache Weltmeister mag an diesem Punkt eine langweilige Wahl sein, aber man kann nicht bestreiten, dass er den Titel verdient hat. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung. Dann hätte ich ja Perez gesagt. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ja, passt doch perfekt. So, gucken wir mal, was die Fahrerwerten betrifft. Da sind wir momentan auf 4. Und machen uns jetzt oder so langsam ran, Sebastian Vettel Ärger zu machen, weil es sind nur noch 18 Punkte. Bei den Konstrukteuren wird es wahrscheinlich nichts werden. Da sind wir jetzt mittlerweile bei 100 Punkte vor Racing Point. Da wird es wahrscheinlich Platz 4 werden, wäre aber auch in Ordnung. So, liebe Leute, das war das Thema Ungarn. Darüber. Sie haben Erfahrung mit dem schnellen, aggressiven Stil von Devon. Haben Sie einen Rat für die Fahrer, die er heute überholt hat? Ja, auf jeden Fall. Wie geht es Ihnen nach diesem Sieg? Definitiv die Aerodynamik hat heute mal ein bisschen gemacht. Sie schienen das Auto wirklich voll unter Kontrolle zu haben. Ihr Team ist sicher begeistert. So, Fairness erhöht. Was meinen Sie, hat im Vergleich zum letzten Wochenende den entscheidenden Ausschlag gegeben? Auf jeden Fall, das Chassis jetzt auf jeden Fall gebracht. Klasse, das war dann alles. Ich denke, das sollte so passen. Bin zufrieden. Mehr als zufrieden, hier den 4. Sieg die Saison davongetragen zu haben. Muss man so auf jeden Fall mal anmerken. Ich hätte es, wie gesagt, nicht für möglich gehalten. Ja, das wird, wenn wir Glück haben, irgendwo Platz 5, 6. Aber dann am Ende konnten wir, wie gesagt, mit der Boxenstrategie hatten wir es am Ende. Gut, die Trainingsprogramme sind mir jetzt nicht egal, wenn ich ehrlich bin. Tolle Arbeit an diesem Wochenende. Dich auf dem Treppchen zu sehen, macht mich stolz. Wir bleiben. Bist du dir sicher, dass du überhaupt nicht verhandeln möchtest? Nö. Nun gut, das ist natürlich deine Entscheidung. Aber ich persönlich würde auf jeden Fall versuchen, mit dem Team zu verhandeln. Ein Versuch wäre es ja wert, findest du nicht? Ich habe gesagt, ich bleibe erstmal beim Team. Vertrag für das nächste Rennwochenende. Wir sind durch mit der halben Saison. So, Nachrichten. Ist irgendwas passiert? Nö, ist nichts passiert. Okay. Gut, dann war es das hier aus Ungarn.
Wir sehen uns nächste Woche wieder, wie schon gehabt, in Belgien. Bis dahin und auf Wiedersehen.